Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein Leben. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier gerade beim nächsten Planungsgespräch, und wir müssen da wieder eine Reise antreten, und da fragen wir gleich mal Delphine. Wir treffen euch dort. Seid vorsichtig. Dieser Teil von Reach ist heutzutage... Was braucht ihr, Drachenblut? Ein Drache, warum ist es so wichtig, dass ich ein Papor baue? Die wollte jetzt uns nicht mehr, was... Die Klingen haben das Drachenblut stets... Nun liegt unsere... Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten, und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen... Ihr müsst lauter reden. Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Okay, dann drehe ich in die andere Richtung. Espen, wir haben da noch nicht viel davon erzählt. Ihr hört, erzähl mir etwas über Alduins Mauer. Das war das letzte Gespräch. Alduins Mauer wurde von der uralten Akaviri-Drachenwache, dem Vorgängern der Klingen, erschaffen. Ja. Eines der verlorenen Geheimnisse der Klingen. Dort wurde alles aufgezeichnet, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte... Teils Prophezeiung. Aha. Jahrhunderte wusste niemand, wo sie ist. Aber ich weiß es. Im Tempel der Himmelszuflucht, einem uralten Heiligtum der Klingen, versteckt inmitten der Klippen von Reach. Und wie gelangen wir zum Tempel der Himmelszuflucht? Ah ja. Der Eingang scheint in der Nähe der sogenannten Kartspitze zu liegen. Wir werden abwarten müssen, was uns dort erwartet. Aha, und warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin zum tausendsten Mal? Das ist die Prophezeiung, versteht ihr das denn nicht? Nur ein Drachenblut kann Alduin aufhalten und das Ende der Welt verhindern. Aber ich weiß noch nicht, wie ihr ihn aufhalten könnt. Ja, hurra, genau. Darüber das schweigt die Prophezeiung. Wollten wir ja wissen. Alduins Mauer aber nicht. Zumindest hoffe ich das. Verflixt. Was ist am 30. Eisherbst geschehen? Es war ein kalter Tag. Das Ende von Eisfall ist im Jeralgebirge fast schon Winter. Wir haben die Neuigkeiten am Wolkenherrscher per Kurier erhalten, der im Eiltempo aus der Kaiserstadt geritten kam. 30. Eisfall 171. Vor 30 Jahren. Der große Krieg begann an diesem Tag. Der Botschafter von Talmor hatte Kaiser Titus Mede dieses Ultimatum gestellt. Er sollte ihm den Kopf jedes einzelnen Angehörigen der Klingen im Altmeribund aushändigen. An diesem Tag wusste ich, dass das wahrlich der Anfang vom Ende war. Okay, warum solltest du hier warten? Könntest du... Was weiß ich? War das alles, hm? Ja. Okay, verschafft ihr Zutritt zum Tempel der Himmelszuflucht und dann gehen wir. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. Tja, darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch Acht, Ogner. Lebt wohl. Ja, natürlich. Ihr auch, Delphine. Passt auf euch auf. Hey, habt ihr dich jetzt alleine gelassen? Kommt sie nie mehr rein? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Delphine ist verschwunden. Die hat die Zelte jetzt hier abgebrochen, dass sowas gibt. Waren ja ein tolles Pärchen eigentlich. Nun gut. Karte. Und, wo ist denn das schon wieder? Da waren wir noch überhaupt nirgends. Der Liebendenstein verflixt. Was ist denn das nächste? Markert. Kommen wir wieder hin? Na gut,
Blödsinn. Wie war das ja mit Zielort festlegen? Egal, wir gehen nochmal. Kommen wir dahin? Reisen wir dorthin. Egal, Klippenhöhle kann schon kein Fehler sein und dann geht's auf dorthin, okay? Ja, ich habe versprochen, wir schauen nach, wie das ausschaut mit dem Zerstörungszauber bei uns. Ob wir da noch leveln müssen. Ich glaube, wir müssen auf 90, ja. Da ist was Böses drin. Und wir müssen darüber. Wir laufen da mal gleich durch den Fluss. Und ja. Zauberwolken, ja, Fertigkeiten schauen. Zerstörung, ja, weh. Ich muss dann halt schauen, ob 80 auch schon reichen würde. Aber. Reiß euch das Herz raus! Ja, ja. Was war denn das für ein Typ überhaupt? Das ist ein Flammendrache, gell? Wir brauchen da wieder den Eisspeer. Der ist da oben, eisiger Speer, und geht schon los. Komm her! Was jagt denn der schon wieder da drin? Ein Elefanten oder was? Ein Mammut? Ja, da sollen wir jetzt wieder raufkommen, gell? Wer ist denn da alles? Da gibt's Meere. Ah, die Abgeschworenen. Die sollen sich da streiten. Ah, hab mich gern. Ja, Großvater, komm mit. Lass den Drachen Drachen sein. Und was machst du da hinten? Daedra? Der steht auf der falschen Seite. Das finde ich ja cool. Kommt er jetzt zu uns oder kommt er nicht? Doch, kommt er, oder? Ich richte Schwäche aus, Bob. Naja. Ich glaube, wir kommen nicht umhin. Wir müssen den killen einfach. Dann geht's darauf. Komm. Na bitte.
Was du? Das ist vielleicht ein Kampfschall. Die sind ja recht heftig drauf. Ja, das haben wir wieder notwendig gehabt, Leute. So, komm her, du. Sind da noch ein paar Abgeschworene? Sicher. Der Großvater haut auch ziemlich rein. Der steckt im Wasser fest. Ja, ist schon gut. Dafür, dass ich auf der Seite der Abgeschworenen war, gell? Diese Idioten, echt. Ja, Leute, das war wieder mal eine Folge. Ich glaube es ja nicht. Na. Gibt's noch jemanden? Wo ist denn da wer? Gehst du auf den Stein los da? Ah, runter da. Rein ins Wasser. Ja, was soll ich sagen? War wieder mal eine etwas turbulente Folge. Wir kommen ja wieder mal nicht dorthin, wo wir hin wollten. Aber die Sonne geht jetzt auf, der Mond geht schon langsam unter und wir werden hier einfach einen Schnitt machen, weil das nächste Mal werden wir wahrscheinlich das... Was ist denn da schon wieder? Ah, die Krabben. Okay, lass mich in Ruhe. Der Großvater. Den Feuerstab mag er unbedingt, den hat er besonders gern. So, darauf stellen wir uns jetzt und dann lassen wir es sein für diesmal. Weil das ist dann der Eingang, schätze ich. Ne? Wir müssen da nur vorbei irgendwie. Auf der anderen Wasserseite, auf der anderen Flussseite, darauf. Da kämpfen schon wieder welche. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Hm? Da oben ist ein Beschwörer. Das ist doch ein Beschworener. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Toso. Zum Licht war das dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.